Süß ist ein Signal, dass die Nahrung schnell verfügbare Energie enthält und reich an Mono- und Disacchariden ist. Allerdings schmecken viele weitere Moleküle auch süß, die chemisch sehr unterschiedlich sind und keine guten Energiequellen sein müssen. Mono- und Disaccharide wie Glucose, Fructose und Saccharose kommen in Früchten vor. Unser Stoffwechsel baut sie besonders effizient ab und macht die darin enthaltene Energie schnell zugänglich. Saccharose ist der handelsübliche Haushaltszucker. Glucose wird auch Traubenzucker oder Dextrose genannt. Die Glucose spielt im Zuckerstoffwechsel des Körpers eine zentrale Rolle. Ebenfalls leicht abgebaut wird die Fructose oder Fruchtzucker. Doch nicht alle Zucker schmecken süß. Laktose oder Milchzucker hat nur eine geringe Süßkraft. Nimmt man Laktose in reiner Form in den Mund, erinnert sie eher an Mehl als an Zucker. Kräftig süß schmecken gewisse Zuckeralkohole wie Xylitol, Sorbitol und Mannitol. Weil unser Körper sie nicht so gut abbauen kann, sind sie beliebte Zuckerersatzstoffe, die weniger Kalorien liefern. Auch manche Aminosäuren wie Glycin, Alanin und Threonin erzeugen einen süßen Geschmack. Genauso wie gewisse pflanzliche Proteine, Taumatin, Monelin, Mabinlin und Brasein. Nicht alle süßschmeckenden Verbindungen sind bekömmlich. Bleiacetat wirkt stark toxisch. Trotzdem wurde es seit der Antike bis ins 19. Jahrhundert in qualitativ minderwertige Weine gegeben, um ihren Geschmack zu verbessern. Bleiacetat hat deshalb auch die Bezeichnung Bleizucker bekommen. Bestimmte pflanzliche Sekundärmetaboliten sind für unser Geschmacksempfinden süß. Steviosid stammt aus der Stevia-Pflanze, die auch unter dem Namen Süßkraut oder Zuckerkraut bekannt ist. Die Süßkraft von Steviosid ist etwa 300 Mal stärker als die von Saccharose. Deshalb hat Steviosid eine gewisse Bedeutung als Zuckerersatzstoff erlangt. Glycyrrhizin ist in Süßholz enthalten. Sein süßer Geschmack hat der ganzen Pflanze den Namen gegeben. Ein Extrakt aus der Wurzel bildet die Basis für die Herstellung von Lakritze-Süßigkeiten. Diese Verbindungen sind seit Jahrzehnten als Zuckerersatzstoffe erhältlich. Sie versprechen so etwas wie Genuss ohne Reue. Süß, aber keine Kalorien.